Guten Tag, das war auch schon wieder bei einer neuen Folge Moin. Von Cards Against Humanity. So, yay! Na toll, da sind ja alle begeistert. Ja. Und los geht's. Ich bin der Zar. Och nee, oh shit. Ja, du bist das A. Das ist auf, das ist ja auf Englisch. Ah, oh, was ist das denn? Deutsch. Nee, das ist aber doof. Ich hab jetzt Deutsch. Habt ihr das jetzt auch auf Deutsch? Nö. Nee. Wenn ich das jetzt hier skippe? Nö. Okay, dann nochmal. Warte mal. Settings. Ach, so eine Kacke. Ja, der Andi hat, glaube ich, letztes Mal gehostet, ne? Mhm. Ich geh mal raus. Ich mach ein neues Spiel. Aber ich bin jetzt Zar. Ich hab doch ein neues Spiel geklickt. Dann muss ich Spacko 2. Neues Spiel. Hä? Dann schließe ich das ab, oder? Müssen wir da dann uns nochmal ausloggen, oder? Ja, ja. Ich schmeiß nochmal den Link in Discord. Alles klar. Sorry. Das war Fail. Fail. So. Jetzt ist bei mir aber auch hier Deutsch, die Spielbeschreibung und alles. Bei mir ist alles Englisch. Das liegt aber, glaube ich, am Browser. Bei mir auch. Also bei mir. Mir ist eigentlich auf Deutsch, aber gerade waren nur die Kartendecks auf Englisch. Dex.de. Also Dex habe ich jetzt .de. Na gut. Nice. Schickst du dann einen neuen Link oder was? Hab ich. Hast du? Mhm. Harter. So, hallo und herzlich willkommen. Da. So, hoffentlich geht es. Ja. Ja. Also. Oh, ich will keinen Roman lesen. Bei einem Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, eröffnete das Smithsonian Museum of Natural History eine interaktive Ausstellung über... Ja, worüber? Oder ist die Karte doof? Nö, der ist doch okay. Okay. Ich bin gespannt. Oh. Sorry. Ich muss die Karte noch spielen, ne? Jetzt habe ich hier eine Zeit eingestellt. Ich nehme. Ich habe leider eine Zeit eingestellt. Also ich habe eigentlich nichts eingestellt. Du hast noch 12 Sekunden. Nö, ist doch okay. Wir hatten doch eigentlich... Hatten wir? Nee, klar. Oh. Ach Gott, ey. Ich hab hier... Settings. Ich muss ja nachträglich ändern, das mit dem nachträglich alles auf. No Time Limits mache ich jetzt. So, Vote Mode. Permazar will ich nicht. Reveal one by one. Also jetzt habe ich das eigentlich... Jetzt müssen wir wieder neu machen, ne? Ne, warte mal. Nee, das geht auch mit normalen Einstellungen. Eine, warte mal, also ein hummelgerotischer Wabe und deftiger Frühstücksdöner. Ein deftiger Frühstücksdöner, finde ich lustig, deswegen nehme ich das. Also sorry, das war klar, dass das von Kevin kommt da, mit dem Leben und Sterben. Ey, da war eine Karte, die lag da tatsächlich. Ich dachte mir, ja gut, nimmst du. Okay, die Zeit ist jetzt nicht da und deswegen, okay, jetzt ging. Okay. Oh, ich bin da. Oh. Blablabla, gut bis zum letzten Tropfen. Gefällt mir, nehmen wir. Okay. Dann los. Show me what you got. Ja, irgendwie will ich das doch nicht. das ist einfach so. Ich weiß nicht, versuche es mal stumpf. Ah, nee, bei mir brauchst du intelligenten Humor. Okay. Oh nein, oh nein. Tja. Okay, fangen wir mal an. Der Stefan findet Michelle Obamas Arme. Oh Gott. Letzten Tropfen. Aber was für Tropfen? Ja, weiß nicht. Ja, aber da halt rauskommt. Irgendwas wird sich da schon ausbringen lassen. Nicht viel, aber immerhin. Okay, Sabi findet Golden Shower. Gut, letzten Tropfen. Oh ja. Alex findet Alkoholismus gut bis zum letzten Tropfen. Ja. Das passt. Ja. Ja, schon. Ja, Golden Shower auch, also. Ja. Und also nur, nicht, nur dass ich das gut finde. Ich bin Zar, haltet den Bubble. Ach ja. Kevin findet eine Schnappschildkröte, die in die Spitze deines Penis beißt. Boah. Gut bis zum letzten Tropfen.
Nee, aber Sabu hat gewonnen. Ah, Mist. So, Alex. Was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Oh, hier gibt's so vieles. Ich nehm das. Boah, ich hätte jetzt hier mindestens 3 Karten, die ich legen kann. Ja, ich auch. Okay. Obdachlose funktionieren, um eine Party auszupeppen. Ich bin ja und ich bin auch dabei. Ja, jetzt kann die Party richtig losgehen. 2 Zwerge, die in einen Eimer steigen. Ja, auf jeden Fall Entertainment. Es von hinten besorgt kriegen. Auch immer schön, ja. Okay. Thomas, die Lokomotive. Ja, also dass die Party nicht mehr springt. ich nehme das. Yeah. Oh, die Zwerge. Ah, Mann, wollen von hinten besorgt kriegen. Das ist doch... Ah. Was ist das für ein Geruch? Ich weiß aber nicht, ob ich die legen soll, weil ich weiß nicht, wie Sabrina darauf reagiert. Ich mach dann eher... Mach es doch einfach. Nee. Ich hab 2 Karten, die passen perfekt. Oh, eigentlich dachte ich. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Stimmt das. Ach, ich weiß nicht, ich kann meine ganze Hand auf den Müll werfen. Das ist so viel Scheiß. Brauchst die Hand doch vielleicht. Ja, mach das mal. Werf mal deine Hand auf den Müll. Also echt. Also echt. Also. Was ist das für ein Geruch? Suppe, die hier so. Das ist selbst geschrieben. Das gerade Alex. Eine Erektion, die länger als 4 Stunden dauert. Die riecht. Wenn du furzt, etwas Kacke herauskommt. Vorwärts und rückwärts scheißen. Ach du Scheiße. Ja, komm, ey, das ist ja jetzt wohl. Die Suppe. Bis ich muss. Nee! der Alex rollt ab jetzt hier. Ja. Wer ist Zar? Kevin muss vorlesen. Ach so, ja. Ja, was ja. Ist Batmans heimliches Laster? Das ist doch was für dich, Sabu. Hä? Erzähl uns mal, was ist Batmans heimliches Laster? Hm. Ach, ups. Lala. So. Du bist eine Frauenrunde. Was ist denn das jetzt? Ah, Weltfrieden ist ein heimliches Laster. Ja, mit Sicherheit nicht. Da wäre er arbeitslos. Stimmt. Ja. Ein Falke mit Kappe auf dem Kopf. Ja, was? Stefan, Mann. Das wäre passender. Glory Hole. Oh Gott. Ja, oder auch. Kerle, die nicht anrufen. Sicher. Aber der ist ja auch so schwer zu erreichen, wenn der immer nachts unterwegs ist. Ja, ja, deswegen, das ist ein heimliches Laster, ich ja, meine. Ja, also, das ist gerade tatsächlich schwierig hier, ne? Also. Ja. Nee! Oh, leck mich doch, ey! Bei den Glory Holes war ich am Überlegen. Ist das jetzt von Pascal oder nicht? Das Leben! Könnte sein, also nehmen wir es nicht.
Das Leben der Indianer. Nee, nicht ganz. Ich, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ja. Mhm. Was hast du jetzt genommen? Ja, nee, ich hatte die Männer, die mich anrufen. Ja, geil. Guck ich kurz weg, weil ich mal trinke und dann ist da direkt schon... Alter. Ja. Ja, das Leben der Indianer wurde für immer verändert, als der weiße Mann ihnen zeigte. Was zeigten wir? Die weißen Männer. Den Indianern. Scheiße. Sabrina und Alex sind ja raus. Ja, ihr seid keine weißen Männer. Ach so. Fleische Männer. Fleische Penisse. Hat. Das Leben der Indianer wurde für immer verändert, als der weiße Mann ihnen Nazis zeigte. Oh. Ja, gut. Gab's da doch noch gar nicht. Das Leben wurde außerdem dadurch verändert, dass der weiße Mann ihnen Hungersnot zeigte. Das Leben wurde vor allem dadurch verändert, dass der weiße Mann ihnen Leibeigenschaft zeigt. Ja. Außerdem gab es eine richtig fette Veränderung durch Nekrophilie. Tja. Also ganz ehrlich, das ist alles nicht lustig. Aber am lustigsten ist wahrscheinlich, weil ich glaube, jeder hat hier da war ich eher dran. Yay, ja. Punkt. Der erste Männerpunkt. Ja, yay. Was benutzt man in der Nachhilfe um Schüler? Das hatten wir schon mal. Mach mal weg. Weg? Okay. Ja. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, okay. Doch, ich mich aber auch. Da hatte ich ganz viele Drogen aufgezählt. Ah. So wird die Welt enden. Nicht mit einem Knall, sondern mit. Das nehmen wir. Okay. Oh, die Karte ist gut, aber... Aber diese ganzen Antworten hier sind einfach nur Scheiße. Ach, nee. Ach doch, ich krieg hier nur Rot. Ach komm hier. Musst du die wegmachen? Mache ich ja schon die ganze Zeit. Ich hab schon dreimal meine Hand weggeworfen. Ach Gott. So, wie viele hast du denn? Ey. So wird die Welt enden. Nicht mit einem Knall, sondern mit... Oh, da. Schwerbehinderte. Ui. Wie wird die Welt enden? Mit fliegende Sex. Was denn? Was ist das? Okay. Wie wird die Welt noch enden? Steve Hawking, der versaut redet. Hey. Hallo, ich möchte dich ficken. Zu früh. Warum? Der ist schon seit 2 Jahren tot. Echt? Das ist schon so lange her? 1 oder 2 Jahre, glaube ich. Ah, okay, ja, dann geht's. Außerdem ist das Katze-Gerät-Zium-Mensch. Egal. Ja, wie wird die Welt noch enden? Mit einem Maschinengewehr in die Luft schießen, während man bis zu den Eiern im quiekenden Schwein steckt? Ach du Scheiße. Ach du okay. Lebergott. Nein, ich nehme die fliegenden Sexschlangen. Oh nö. Oh. Wer bildet das nächste Superhelden-Gehilfen-Duo? Der Zar entscheidet. Nützt das? Ach so, nee. Das ist eigentlich zu spezifisch. Das zwingt einen ja quasi schon. Ja. Was ist am meisten Emo? Da hätte ich was. Okay. Du hast aber schnell entschieden. Ja. Natürlich ist Selektion ist Emo. Oh ja. So sauer werden, dass man einen Ständer bekommt. Das ist mega Emo. Ja. Außerdem ist Emo Lepra. Wird jetzt eher körperlich als emotional.
Eine Windmühle voll mit Leichen. Ja, ist Evo. Die haben sich alle... Sehr emotional, ja. Ja. Ah, ich nehme das da. Yeah. Na. Was ist denn emoriger als natürliche Selektion? Was ist denn emoriger als eine Windmühle voll mit Leichen? Die Windmühle voll mit Leichen war schon gut, aber nicht zum Emo. Oh Mann, oh. Ja, Sabu. Ja. Ich muss erstmal vorlesen. Während des Sex mag ich es über nachzudenken. Nee. Ach, herrje. Ach so, doch, das ist eigentlich. Vielleicht passt es. So! Vielleicht. Während des Sex mag ich es über 10- bis 12-Jährige nachzudenken. Okay, boah, Sabrina, okay. Während des Sex mag ich es über Geruch alter Leute nachzudenken. Oh, lecker. Während des Sex mag ich es über Kettensägen als Hände nachzudenken. Cool. Während des Sex mag ich es über donnernde Schürze nachzudenken. Ach Gott, das ist lustig. Ja! Ich verstehe es nicht, ich hätte meins genommen. Ja, ach. Ja, ach, ich bin ja. Jo. Ein romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne. Ja, ab wann wird ein romantisches Essen bei Kerzenschein denn vollständig? Was braucht man dafür? Lasst es mich wissen. Schreibt in die Kommentare, drückt die Glocke und abonniert. Ja, das ist übrigens eine richtig gute Idee. Danke, Kevin. Ja, was man allerdings noch braucht, was jetzt nicht unbedingt in den Kommentaren stehen muss, aber man braucht Beerbungslehre, geil. Man braucht allerdings auch, dass man ihn rausholt. Cool. Ja, das macht ein romantisches Essen bei Kerzenschein natürlich am vollständigsten. Oder aber Spritzen teilen. Das ist schon zu... Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall sehr romantisch. Ich meine, also ja. Das gibt Romantischeres. Sehr intim. Oder eine freche Spritze. Tja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt tatsächlich nichts, was ein romantisches Essen bei Kerzenschein vollständiger machen würde, als sich die Spritzen zu teilen. Na gut, das war echt gut. Alter! Na, Vince bleibt in der Familie. Mit? Ach Gott, er hat gewonnen! Hey, das war's schon! Das war aber schnell. Ja. Ein Spiel machen wir aber noch, oder? Ja. Direkt hinterherhängen oder was? Oder, ja, ja, okay, gut, dann nochmal so viele Runden. Ja, bis 20. 20 Runden. Ist ein schmaler Grat, der zu führt. Ja, seid mal kreativ. Okay. Ach, da muss man 2 nehmen. Mhm. Ah ja, okay. Krass, Alter. Aber ich habe einen Punkt, darüber freue ich mich. La 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 la. Gott, nein, das ist zu hart. Egal, was hart ist. Hau raus, Alter. Mach es, komm. Mach es. Oh. Oh. Masturbation ist ein schmaler Grat, der zu Inzest führt. Oh Gott. Okay. Das ist also Pascals Vorstellung von Masturbation und Inzest. Keine Ahnung. Okay. Loses Mundwerk ist ein schmaler Grat, der zu Oralsex führt. Das passt. Okay, das ist schon mal gut. Außerdem ist World of Warcraft ein schmaler Grat, der zu Selbsthass führt.
Na gut. Ja. Ich hasse mich nicht selbst. Und mein Beziehungsstatus, ja, jetzt kommt's, ist ein schmaler Grat, der zu Kind. Das meinte Sabu. Ja, das meinte sie das jetzt. Der zu Kindesmissbrauch führt. Ja, also ich fand den schon richtig gut. Danke. Ja, danke. Genau. Aber von Sabrina auch. Ja, ich meine, da drüben ist der hier, ne? Krieg. Wofür ist der gut? Mach Glück. Ich hab mir das Ding in den Hals gesteckt. Ich hab den Mundwerk. Ich hoffe, das Mikro zu deep throaten. Okay, Krieg, wofür ist der gut? Für was? Ja, ich glaube, der ist dann richtig gut. Ja. Huch, da steckt ein wie eine Bombe. Gar nicht gerechnet. Krieg, wofür ist der gut? Eine thermonukleare Explosion. Ja, Standard halt, ne? Eigentlich. Ja, das haben wir ja schon mal. No, ja. Krieg, wofür ist der gut? Herzerwärmende Weisen. Ja, mit Sicherheit auch. Ja, nicht nur eine. Krieg, wofür ist der gut? Heimvideo von Vera am Mittag beim Heulen in einer Fritteuse? Hä? Ah, ganz klar. Danke. Manu, was habt ihr gegen Vera am Mittag in der Fritteuse? Wer zur Hölle ist diese Vera? Ja, irgend so eine... Im Profi-Baseball wurde verboten, weil es Spielern unfaire Vorteile verschaffte. Bei mir ist gerade eine neue Karte aufgeploppt. Okay. Ja, dein Name ist auch kurz weg gewesen und dann wieder aufgetaucht. Oh. So. Okay. Im Profi-Baseball wurde ein starker Mongoloid verboten, weil er unfaire Vorteile verschaffte. Das ist echt diskriminierend. Ein Super-Soaker voller Katzenpisse wurde im Profi-Baseball verboten. Okay. Ein gebleichtes Arschloch. Ja gut, damit könnte man natürlich den ein oder anderen Blender in der Sonne. Ich bin blind. Und Kinder mit Arschkrebs wurden verboten. So lustig. Die haben bestimmt übermenschliche Fähigkeit mit ihren Arschkrebs. Ich nehme das. Ja! Da hat jemand seinen Arsch zu lang in die Sonne gehalten, gestreckt. Also, ich habe niemals wirklich verstanden. Bis ich drauf. Ich nehme was anderes. Jo. Oh, okay. Oder wie mache ich das denn? Achso, sorry, ne, ich muss das. Achso, du bist was anderes, okay. Okay. Kommt diese Saison auf dem Broadway? Ne, mach mal was anderes. Ja. Ah ja. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Piep herbei. Ha 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 ha
da bin ich ja jetzt mal gespannt. So. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Landminen herbei. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von einem Röpser erwarten und auf dem Boden kotzen herbei. Boah. Ja, das hatte ich auch schon mal. Erinnere mich ein bisschen an Family Guy. Ja, als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Popel herbei. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Republikanern herbei. Yay! Ja, ne? In dem neuen Disney-Film kämpft Hannah Montana das erste Mal mit... gegen wen kämpft denn die Hannah Montana? Kämpft die überhaupt in irgendeinem Disney-Film? Weiß ich schon nicht. Die kämpft immer. Keine Ahnung. Hodenkrebsmonster. Wer weiß das schon. Ja, gegen wen kämpft sie denn? Also, entweder gegen Kinder an einer Leine. Mit Kindern an einer Leine. Ich habe gerade dieses Bild im Kopf, das ist wundervoll. Oder gegen Pädophile. Mit. 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 Ach ja, mit. Ja, mit Kindern. Gut, das macht das mal besser mit den Kindern. Ja. Ja. Ja, oder mit Amputierten. Oh, mit Torten. Kämpft die dann mit den Leuten, die ihn amputieren? Oder nur mit den amputierten Körperteilen? Die nimmt die Hand an den Enden, die sie noch hat, die sie Amputierten noch haben, und dann schleudert sie so rum. Ah. Also so, ja, die wird Bumsklumpen. Die haben alle keine Arme und Beine. Das sind alles nur mit Kartoffeln. Ja, das sind so Bumsklumpen. Thorsenbrüder. Kartoffeln. Sprechende Kartoffeln. Sie kämpft mit Micha Hitler. Ja. Michung. Ja. Aus Wendler und Hitler oder was? Ich hatte da irgendwie gerade Space. Micha Hitler ist ein Hitler-Roboter. Ach, Micha. Ich habe Micha gelesen. Der Micha. Micha Hitler. Micha Hitler. Ist der dann auch so groß wie Godzilla? Das, ja. Das hat irgendwas. Aber die Kinder an der Leine, ich würde sagen, das Kopfkino hat mir am besten gefallen. Kinder an einer Leine gehen immer. Nee, natürlich nicht. Oder wollt ihr, soll ich? Nee. Nee. Du entscheidest. Was wird im Alter besser? Das kann man machen. Oh. Ja, Leute, was wird im Alter besser? Ja. Ja. Definitiv wird das im Alter besser. Das denke ich auch. Macht mehr Spaß. Ja, ja. Ja, denke ich auch. Ich meine, was ist denn besser als das im Alter? Ja, eben. Also, es wird auf jeden Fall im Alter einem Kind Süßigkeiten wegnehmen besser. Ja, ja. Ja, doch. Außerdem wird im Alter besser sich einscheißen. Das hast du auf jeden Fall dann gerechtfertigt. Auch, ne? Also, wenn du älter bist. Dann sagt jeder, ach, der ist alt, der darf das. Ja, ja, wenn er das. Dann guckt dich jeder blöd an. Ja, und denkst du, ist so behindert oder was? Ja, und im Alter denken sie alle, ach, das ist normal, der ist alt. Och, hat er sich wieder in die Hose gemacht. Oder dass ja jetzt diese praktischen Windeln gibt für Erwachsene. Frau dann eine Abtreibungsklinik anmachen, wird im Alter besser. Kannst es eigentlich jetzt auch schon. Und es wird im Alter besser. Tja. Die Eltern werden im Alter besser? Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Ja, dort. Also, Pascal. Entschuldigung, ich hatte nur Scheißkarten. Nichts mit mir zu tun.
Okay. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich aus einem holen. Und die Karte finde ich gut. Okay. Die Karte kann ich wegschmeißen. ja. Was nehme ich da? Bap, 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 bap. Bap, 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 bap. Ich bin der Günther, ich bin auch dabei. Der Günther? Der Uwe. Ah, der Uwe, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Der Günther. Günther, ja. Der Günther. Kennst du nicht den Günther? Grüni. Wollte ich auch gerade sagen. Der Günther. Alle fahren Omnibus, außer Günther. Der liegt runter. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich Pudding aus einem Richterin Barbara Salisch holen. Was? Lecker. Lass es dir durch den Kopf gehen. Nein, will ich gar nicht. Gott. Zu spät. Ich hab's leider jetzt gerade erst gefunden. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich Batman aus einem KitKat holen. Wow. Ich hoffe, das gibt kein Copyright. Mach das aus. Ja. Mach das doch gleich an. Das nächste Mal werde ich ein einsames Schamhaar aus einem Popo. Ich wusste das. Sehr gut, dann ist es wenigstens nicht mehr einsam. Genau. Doch einsam in der Tonne. Ach so. Das Arme. Die Tonne. Ich tue es dann nachher zurück. Okay. Mal kurz ausleihen. Mal kurz rausziehen wieder rein. Okay, bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich Pisse aus einem Zylinder. Zylinder ist geschrieben. Komm, du hast auch Pisse im Zylinder. Also das gewinnt bei mir. Ah, du hast auch Pisse im Zylinder. Studien belegen, dass Laborratten sich 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie ausgesetzt wurden. Ich kann mich nicht entscheiden. Gut, da habe ich jetzt tatsächlich mehr. Ich glaube, ich schmeiß mal die ganze Hand für die nächste Runde weg. So. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. So, also mache ich jetzt die vier, die ich noch habe, an eine zufällige Karte. Das ist okay. Doch mal was. Okay. Ich weiß ja nicht. Privilegien der Weißen ausgesetzt wurden. Ei, ei, ei. Wann habe ich denn den Punkt gekriegt? Ach, herrje. Sie werden schneller, wenn sie eheliche Pflichten ausgesetzt werden. Da kommen die nie an. Ja, entweder das oder die sind weg. Die sterben. Ja, die kippen für uns. Sind so. genau. Weg. Sie werden, wenn sie Hundebabys ausgesetzt werden. Hm. Puh, wa? Oder da muss man erstmal durchatmen. Holzfäller-Fantasien. Oha. Oh, ich weiß ja nicht.
Ja, 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 ja. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja auch nicht, das ist ja alles irgendwie nicht so richtig rar. Das ist ja alles nicht so richtig. Nicht so geil. Ich weiß nicht, was ich nehme. Aber jetzt auch nicht, was man da nehmen kann. Ja! Ehrlich, Pflicht. Ja. Ich dachte, Hundebabys wäre bei dir eine Trumpfkarte. Ich hab die einfach... so random. Nein, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt, Alter. Mach mal Nick. Nix. Nee, nee. Das nett? Schade. Nee, nee. Nee, nee. Also können wir die Folge auch ziehen. Ja, jetzt 35. Ja, ja. Ja, das. Hm. Achso, wer. Picasso oftmals über. Picassos oftmals übersehener braunen Periode schuf Jahrhunderte Gemälde von. Jetzt hab ich ja noch beschissendere Karten als eben. Och ja. Oh nein! Oh, jetzt hab ich die weggeschmissen, die ich eigentlich spielen wollte. Oh nein! Dann muss ich sie schreien. Oh, Pascal. Während Picassos oftmals übersehener braunen Periode schuf er hunderte Gemälde von Vagina-Fürzen. Während Picassos oftmals... Keine Reaktion. Vielleicht, weil wir so abgebrüht sind. Oftmals übersehener braunen Periode schuf er hunderte Gemälde von Stefan. Das ist falsch geschrieben. Wer hat das geschrieben? Picassos... Während Picassos oftmals übersehen, in der Vorperiode schuf er hunderte Gemälde von spontane menschliche Selbstentzündung. Und während Picassos oftmals übersehen, in der Vorperiode schuf er hunderte Gemälde von Tod durch Durchfall. Dieses Zirpen ist wundervoll. Das ist traumhaft. Wo kommt das her? Von einem Handy, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Toll, was ist dieses Geräusch, ja? Du darfst das nicht vorlesen. Ja, sorry. Das hat gerade gepasst. Was ist denn dieses Geräusch? Hä? Was ist das Geräusch? Was Geräusch das ist diese? Was ist denn hier für ein Scheiß? Für welche Karte? Das muss ich die nächste Runde auch wieder wegschmeißen, alles. Sagt mir Geräusch diese, was ist, ja? Hallo, sind alle da? Ja. Alter. Ja. Ja, nicht so was. Kann ich nicht ab. Weg. So, da bin ich mal. Ja, was Geräusch diese ist? Geräusch eine furzende Antilope. Oder Geräusch Schwanzfechten. Na? Oder vielleicht Geräusch der fleißige Mexikaner. Nee, also das ist ein Märchen. Du hörst doch nichts. Oder Kleiderbügelabtreibung. Oh Gott. Ja gut, aber da hat jemand gut nachgedacht, weil das ist ja Kevins Humor. Ja. Der fleißige Mexikaner kann nicht mit sein, weil... Du hörst ja nix. Ja, also eben. Kann der doch auch sein. Eben, das ist ja... Mal Schwanzfechten, ne? Das ist auch nicht schlecht. Ne? Ich kann mich echt nicht entscheiden hier. Ne? Also der Kleiderbügel, das Schwanzfechten oder der fleißige Mexikaner, der nicht existieren sollte. Die Antilope ist leider raus, tut mir leid. ja, also mache ich jetzt die Augen zu und... Oh, jetzt habe ich einfach alles markiert.
Nee! Hey. Oh, Kevin, ey, da nehme ich extra so was. Ich wusste, ja, Stefan. Ja, auch wirklich. Aber die waren irgendwie alle drei ganz okay. Das nehme ich nicht. Nee. Ja. Sabrina, sofort. Wie kriegst du immer jemanden flachgelegt? Immer, jedes Mal, ohne Ausnahme. Egal welches Geschlecht, ja. Egal welches Aussehen, egal welche gesellschaftliche Position. Wie kriegst du einen immer rum? Ausnahmslos, immer in dieser Situation. Ja, muss das nur machen und dann springt er dir auf die Barrikaden. Oder die. Oder ein Gesicht. Also, der Alex ist müßig. Ah. Ja. Also, man kriegt immer jemand flachgelegt, wenn man schlecht getimte Holocaust-Witze bringt. Naja. Okay, also. Doch, das kann ich nur bestätigen. Gut, Kevin kriegt so jede rum. Kevin kriegt so jede rum. Jede. Die Alex kriegt jede oder jeden so rum fressen und kotzen. Okay. Das stimmt leider. Pascal kriegt jede rum durch Vergewaltigen und Plündern. Okay. Ah, ja, gut, das ergibt auch Sinn. Das stimmt eigentlich, du kriegst jeden rum. Ob er will oder nicht. Und Sabrina. Die geht einfach weg. Die furzt und geht einfach weg. Also furzen und einfach weggehen ist schon lustig. Aber leider ist das Vergewaltigen und Plündern, das ist halt einfach. Yeah, du kriegst halt wirklich alle flachgelegt, die du willst. Ja, ja. In seinen letzten Momenten dachte Michael Jackson an. Oh, das ist gut. Das nehmen wir. Michael Jackson in seinen letzten Momenten. Ich hab irgendwo noch einen Soundfile. Ich bin ein kleines Mädchen, ihr seid alle ignorant. Jetzt wird's aber. Zu langsam. Hä? Alter! Schmeckt nach Erdnussflips. Aber wird das heute noch was? Ja, echt mal, ey. Ich fang an, mich zu langweilen. Das gibt's doch nicht. Echt, ey. Was ist das hier für eine rotzige Rotze? Warte. Das ist ja schrecklich. Warte mal. Ziemlich rotzig, das Ganze. Habt ihr da gerade gehört? Was? Warte mal. Nö. Nachdem es zu Ende war, hast du gesagt, nee. Ich hab ein ganz leichtes Quietschen gehört. Ja, ich auch, aber ich war mir nicht sicher. Ich hab eigentlich Hihi gemacht, aber es. Genau. Es geht nicht über Discord, schade. So. Woran dachte Michael Jackson in seinen letzten Momenten? Sich ausziehen und Nickelodeon ansehen. Okay. Spielgefährten. Okay, das ist selbst geschrieben. Das ist ja von Kevin selbst geschrieben. Wieso? Das ist klein geschrieben. Aporenattacken. Und Amphetamine. Ich hab mich unter Druck gesetzt gefühlt. Ah, ja. Die Termine waren von mir. Ja, hab ich doch gesagt. In 1000 Jahren, wenn Papiergeld nur eine entfernte Erinnerung ist, wird unsere Währung sein. Hm.
Ah, ich habe meine Hand gerade komplett platt gemacht und das erste, was ich gelesen habe, nehme ich schon direkt. Das war klasse. Ich musste meine auch nochmal. Jawohl. Oh. So, was wird die Währung sein? Die Klitoris. Ja, ein bisschen knapp, ne? Und womit zahlen wir? Man hat ja nur eine, ne? Was ist viel wert dann? Russische Kellerpornos. Dabei. Axdeo. Ja. Könnte knapp nicht gut sein, dass sie das ja. Naja, wird immer getauscht. Von den Achseln geschleckt. Neu auffüllen mit irgendwas. Mhm. Oder tote Babys. Ja, ja doch. Oh Gott. Also, russische Kellerpornos. Oha. Oh, ich zieh gleich auf. Oh, nee. Doch noch spannend. Ja. Ich fand die russischen Kellerpornos eigentlich ganz witzig als Währung. Ach so. Ist, was Frauen wirklich wollen. Ich finde, das ist absolut statistisch. Oh nee. Klassiker. Dafür krieg ich auf die Fresse. Ah, wann krieg ich endlich meine schwulen Wegbetenkarte wieder? Toll, jetzt habe ich. Ja, wir haben andere Decks. Das ist nicht alles dabei, was wir das letzte Mal hatten. Mist. Oh, oh. Ja. Ach, ich war langsam. Ich glaube, der Alex warum liegt schon mit dem Gesicht am Tisch, oder? Dann nehmen wir irgendwas. Am besten nichts Gutes. Du kannst auch auf zufällig gehen klicken, ne? Echt? Mhm. Oh. Für die Eventualität, dass du wirklich gar nichts zu entscheiden hast. Natursektspiele sind, was Frauen wirklich wollen. Pff, nicht alle. Echt nicht? Aber die meisten. Ich weiß, ich kann ja auch, der von einem Schwarm Greifvögel attackiert wird. Ist, was Frauen wirklich wollen. Ja, hat die Frau was davon? Unterdrückung ist, was Frauen wirklich wollen. Auch nicht alle, das teilt sich so auf. 50-50, ne? Ja, ja. Dosenfressende Ziegen ist, was Frauen wirklich wollen. Boah. Also das... Dosenfressende Ziegen sind doch sexy, oder? Ich finde Unterdrückung schon ziemlich geil. Weil sie nützlich, hast du weniger Müll, den du wegbringen musst. Wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich so gerne unterdrückt werden. Danke. Ich fand die dosenfressenden Ziegen auch gut. Komisch. Matt. Dass der Kevin ja, dann ich gut fand. Da, als ich auf LSD war, verwandelte sich in... Das lässt jetzt viel Raum für Spekulation. Ja, keine Ahnung. Dosenfressende Ziegen lustig fand? Verwandelte sich... Ja, weiß ich nicht. Was verwandelte sich auf meinen LSD-Trip denn in was? Ja, ich weiß ganz genau, Kevin, ich weiß ganz genau. Wer war ja dabei? Hör ich da Michael Jackson im Hintergrund? Ich dachte mal, ich streue also, mal. Auf meinem Trip, ne, da war ich so hacke, verwandelt sich Schwarzköppe einfach mal in Weiße mit Afros, also. Die Karte hatte ich eben auch. Das war was. Alter. Ah, das ist ja sogar mein Humor. Ja,
Auf der anderen Seite allerdings hat sich auch Lee Harvey Oswald in Toni Morrison Vagina verwandelt. Ja, wer ist Toni Morrison? Keine Ahnung, wer das ist. Ah ja, auf der anderen Seite alte japanische Leute, die sich plötzlich in ein ausgewogenes Frühstück verwandeln. Oder Nudeln, die einfach nur zu fleischfressenden Bakterien wurden. Ja, scheiße, jetzt kann ich mich nicht entscheiden, aber ich musste bei denen tatsächlich mehr lachen. Ja! Nein! Ja! 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 Aber die Schwarzen, die zu weißen mit Afros wurden auch. Ja, ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin stolz auf dich, Stefan. Nein. Ja, ja, dann war die Folge Dingens hier, wie heißt es? Dingens Against Humanity. Ich weiß nicht mehr, was wir spielen. Ich fand es vergessen. Mir ist es kurz entfallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei was auch immer. Ja, wie heißt sie denn jetzt? Der Lüge. Cards Against Humanity. Das Spiel? Das heißt, wir ermitteln, wir ermitteln den größten menschlichen Abschaum in unserer Gruppe. Ah, ja, genau. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.